Wann ist man ein Mann? Eine Frage, die sich Herbert Grönemeyer schon vor über 30 Jahren gestellt hat und auf die man auch heute nur schwer eine Antwort findet. Ja, cooler Macho, sensibler Frauenversteher oder irgendwas dazwischen. Wie ein Mann sein muss, davon hat jeder seine eigenen Vorstellungen. Und wir haben einen Ort gefunden, an dem Mann ganz unter sich sein kann und so angeblich eben zu sich selbst findet. Und zwar in einem sogenannten Männerbücherraum in Dresden. Männer, die gemeinsam schmökern, sich vorlesen, Gedanken austauschen. Ein ungewohntes Bild, das im Kopf schon die Schublade Warmdusche öffnet. Allerdings hat der Männerbücherraum einen sehr ernstzunehmenden Hintergrund. Mal langsam so rauszukriegen, wer bin ich und was könnte meine Aufgabe hier sein, was ist meine Bestimmung hier für diese Zeit auf der Erde. Aber das ist ein ganz langer Weg, um das rauszukriegen. Nach seiner Scheidung fällt Manfred Richter in ein Loch und sucht Halt. Er findet ihn zuerst in Männerliteratur, dann in einer Gruppe. Bei ihm wächst der Wunsch, auch für andere Männer da zu sein. Ende vergangenen Jahres erfüllt er sich seinen Traum mit der Eröffnung des Bücherraumes. Hier wird nun regelmäßig gelesen und philosophiert. Die Lage des Mannes in dieser Gesellschaft ist schwierig. Er hat Beziehungsschwierigkeiten, ihm fehlen Freundschaften, sein Arbeitsstress ist enorm. In der Redestabrunde geht es um Fragen, auf die Ihnen Frauen keine Antwort geben können. Viele Fragen, die ich mir gestellt habe, haben mir Frauen beantwortet. Und das hat nicht gestimmt. Das hat mich nicht satt gemacht. So, und an der Stelle habe ich gesagt, es braucht einen Austausch zwischen Männern. Denn Männer geben mir andere Antworten. Was das Mannsein wirklich ausmacht, darüber gehen nicht nur die Meinungen auseinander, vor allem regieren Klischees. Zum Beispiel, dass Männer Bier trinken. Bei Manfred Richter gibt es das, aber auch Tee. Männer haben viele Facetten. In den Medien gezeigt würden dagegen häufig Extreme und ein dominierendes Frauenbild. Söhne werden auf den Sockel gestellt, ne, von den Müttern, zum einen. Ne? Und wenn die auf diesem Sockel stehen, dann haben die eine besondere Funktion, dann sind die wie so ein Museumsstück, ne? Oder so der angebetete Liebling, der darf dir nicht forzen, der darf nicht vögeln und der darf nicht weglaufen. Das ist aber im Endeffekt ist das eine Form von Gefangensein und der muss da runter, um in die Welt zu kommen, ne? Um wirklich so seine Kraft entwickeln zu können. Die Männer sagen, sie überwinden hier das eigene Ego und entwickeln in der Gemeinschaft eine enorme Kraft und eine gemeinsame Sprache, die Frauen wohl niemals verstehen werden.